Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zu dem Thema, wie starte ich als Texter? Das heißt, wie kann ich damit nebenbei Geld verdienen? Vielleicht das Ganze so zu meinem Hauptberuf, Haupteinkommen ausbauen, indem ich einfach Texte schreibe für Webseiten, für Blogs, für Zeitschriften, für Magazine und allem drum und dran. Ich gebe dir heute einfach mal ein paar Tipps dazu. Und ich kann dir ganz genau sagen, wie ich es gemacht habe. Und vielleicht führt dich der Weg dann über diese Station genau dorthin, wo du sein möchtest. Für mich ist aber am Anfang erstmal ganz, ganz wichtig, dass du weißt, dass das Schreiben dir Spaß macht. Nicht nur heute, nicht nur morgen, sondern die nächsten 5, 10 oder 20 Jahre, wenn es wirklich dein Ziel ist, damit Geld zu verdienen. Und wie macht das Texteschreiben am besten Spaß? Indem man sich Themen raussucht, in denen du gut bist und über die du gerne schreibst. Und das ist auch mein erster Punkt an der Stelle, bevor du überhaupt anfängst, dich irgendwo zu bewerben. Dazu komme ich gleich noch. Mein erster Tipp ist es, dass du einfach überlegst, in welchen Themengebieten bist du besonders stark. Beispielsweise Finanzen, Wirtschaft, geschäftlich, Business, Steuer, Versicherung, Auto, Tiere, irgendwas. Ja? Also deine persönlichen Stärken, worüber du schon vielleicht privat sehr viel geschrieben hast oder wo du zumindest ausreichend Wissen besitzt. Und daraus kannst du dann deine Texte machen. Der zweite Schritt ist, wenn du deine Stärken kennst, dann erstelle dir einmal eine Liste davon und dazu einen kleinen Bewerbungstext. Das ist mein Tipp, denn einfach erstmal auf einer Seite dich zu bewerben, wo liegen deine Stärken und worin bist du besonders gut? Diese Bewerbung kannst du im Prinzip schon im Internet dann streuen. Dazu komme ich gleich noch. Mein Tipp für den Einstieg, was das Thema Bezahlung angeht, ist aber, dass du dich auf Vermittlerseiten anmeldest. Vermittlerseiten sind beispielsweise textbroker.de und content.de. Diese beiden Portale vermitteln dich zu potenziellen Auftraggebern bzw. die stellen Gesuche rein. Du kannst dir von diesen Gesuchen dann etwas heraussuchen, Texte schreiben. Entweder hast du Glück und die Texte werden sofort angenommen und du kriegst deine Bezahlung oder du musst noch etwas korrigieren und du kannst dich einerseits erstmal in das Ganze reintasten, wie das ist, nach Vorgaben, nach Briefings zu arbeiten, die dir halt sagen, was du bitte im Text beachten sollst, wie du ihn aufbauen sollst und so weiter. Und zum anderen kriegst du auch ein Gefühl, dafür, wie gut du dafür bezahlt werden kannst. Natürlich, solche Portale wie Textbroker und Content.de sind wirklich nur für den Anfang geeignet oder wenn man nebenbei mal 50 oder 100 Euro im Monat machen möchte, sind sie vollkommen in Ordnung. Aber natürlich ist es so, wenn eine dritte Person dazwischen ist, die dich vermittelt, die möchte auch daran verdienen. Ganz klar. Und das kannst du natürlich ausschalten, indem du dir später direkt Kunden suchst. Aber so war mein Weg. Ich habe darüber angefangen und irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie muss ich doch auch direkt an die Kunden rankommen können. Das bieten diese Plattformen natürlich nicht an, weil die daran interessiert sind, dass weiter über ihre Plattform eben die Texte vermittelt werden und sie daran mitverdienen. Ganz logisch. Und wo kannst du dir Texte suchen? Beispielsweise gibt es Internetforen. Internetforen, die sich auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert haben. Das ist sowieso ein Thema, mit dem du dich auf jeden Fall auseinandersetzen solltest. Was ist Suchmaschinenoptimierung? Wie funktioniert das heute? Wie sollte man suchmaschinenoptimierte Texte gestalten? Und dann kannst du dich halt in diesen Foren bewerben. Beispielsweise Ayom, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich werde es dir in die Videobeschreibung verlinken, beziehungsweise den Artikel, den ich darüber letztens auf meinem Blog veröffentlicht habe. Dann gibt es noch Abacus, ist auch ein Forum. Dann gibt es Textergruppen auf Facebook. Steht alles in meinem Artikel drin, kannst du unten in der Linkbeschreibung dann lesen. Und du kannst dich natürlich auch direkt bei Internetseiten bewerben, bei Nachrichtenportalen, also Spontanbewerbungen. Oder wenn du siehst, die Texter dort schreiben nicht ganz einwandfrei oder du meinst, du könntest es besser machen, könntest du natürlich dort freundlich anfragen und anklopfen. Ansonsten gibt es noch die Blogger-Jobbörse bzw. die Texter-Jobbörse. Das sind Portale, wo man Textaufträge bekommen kann. Und wie gesagt, das habe ich alles in dem Artikel reingeschrieben letztens, weil da jemand nachgefragt hat. Und deswegen denke ich auch, dass da ein größeres Interesse besteht. Und das Ganze bedarf natürlich erstmal Übung im Texteschreiben, Übung darin, wie mache ich suchmaschinenoptimierte Texte, wie kann ich das alles verbessern, dies, das und jenes. Und du kannst natürlich dann mit der Zeit, und deswegen empfehle ich halt den kurzen, nicht allzu langen Einstieg über diese Textvermittlungsplattform, dass du erstmal ein Gefühl dafür bekommst, was sind deine Texte wert, was kannst du tatsächlich verlangen. Und natürlich, wenn du dann aus diesen Portalen aussteigst, weil du dann schon direkt Kontakt zu Kunden hast, dann kannst du natürlich auch vernünftige, höhere Preise verlangen. Und das wird häufig oder am häufigsten wird nach Wortpreis abgerechnet, also beispielsweise 3 Cent je Wort oder 5 Cent je Wort.
Ob das Ganze jetzt Lohndumping ist oder nicht, das hängt vor allen Dingen davon ab, wie schnell und wie sinnvoll kannst du die Texte schreiben. Mein persönliches Beispiel ist, dass ich jetzt nicht zu den ganz hochbezahlten Textern gehöre, sondern eher derjenige bin, der sehr schnell sehr viel Inhalt produzieren kann, sinnvolle Inhalte natürlich, die dann auch entsprechend Suchmaschinen optimiert sind. Und dadurch kann ich halt in relativ kurzer Zeit auch mit niedrigeren Bezahlungen gutes Geld verdienen. Und halt in dem Preisbereich bekommst du einfach auch viel mehr Aufträge. Natürlich ist auch ab und zu mal einer dabei, der richtig viel Recherchearbeit benötigt, der richtig viel Aufwand und teilweise noch ein, zwei Korrekturen benötigt. Dafür kann man natürlich dann auch viel, viel mehr verlangen. Oder auch beispielsweise für Pressemitteilungen, irgendwelche Veröffentlichungen. Es kommt halt immer auf die Zielgruppe an und wie viel der Kunde halt auch wirklich im Budget eingeplant hat. Und ich persönlich bin nach wie vor hauptberuflicher Texter und Online-Redakteur. Online-Redakteur bedeutet einfach, dass ich das auch für die Kunden zum Teil mit veröffentliche. Das ist der nächste Schritt. Nach dem Thema Suchmaschinenoptimierung solltest du dich vielleicht damit beschäftigen, wie kann man, also diese CMS, diese Content-Management-Systeme, wie kann man Texte veröffentlichen. Das ganz beliebte ist ja WordPress, ein Blogsystem. Es gibt aber auch noch andere, Joomla und wie sie alle heißen. Teilweise hatte ich auch schon mit selbstgebauten CMS zu tun. Irgendwo basieren sie natürlich immer wieder auf demselben Schema und auch damit solltest du dich beschäftigen. Es geht also jetzt rein darum, wie kannst du als Texter und als Online-Redakteur damit Geld verdienen, vielleicht sogar dein nächstes Haupteinkommen aufbauen. Und andere Möglichkeiten wären natürlich, wenn du gerne Texte schreibst, du kannst selber Blogs betreiben, diese Blogs dann monetarisieren. Du kannst auch Bücher schreiben natürlich, aber es geht mir jetzt heute speziell um das Thema Texten, Online-Redakteur und alles, was dazugehört, weil da kann ich dir am meisten bieten. Und dieses Video soll heute auch erstmal nur für den Einstieg gedient haben. Wenn du noch mehr dazu wissen möchtest, schreib es mir in die Kommentare. Ich schreibe gerne noch Blogartikel dazu, beziehungsweise mache noch weitere Videos, weil da natürlich viel, viel mehr Themen dabei sind. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig für dich, wenn du noch mehr Interesse daran hast und wissen möchtest, wo kriege ich jetzt vielleicht die ersten Aufträge her, wenn ich schon ein bisschen Erfahrung gemacht habe, dann am besten in die Videobeschreibung gucken. Dort habe ich dir den Blogartikel verlinkt von mir. Da stehen nochmal ganz ausführlich alle Quellen drin und was ich von denen halte. Und wie gesagt, wenn du mehr dazu wissen möchtest, schreib es mir einfach in die Kommentare. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.